ich jetzt nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Ich werde es aber zeigen. Der große König wird euch gleich wegbommeln. Was? Ne? Wegbommeln? Alter, was ist das denn mit dem Rotanz hier? Volle Wand. Gibt's da etwa schon einen Sonnenfall? Voll hart. Wegrennen. So, volle Wand. Kaputt. Der ist ein Magier. Wunderbar! Oh, diese Musik! Drei? Keine Ahnung, wie ich hier angreifen kann. Das geht zwar vier drüber. Aber es ist ganz egal, was passiert. Weil da keine 1 oder 3 Teilen. Da hat der mit den Markierungen drauf gemacht. Ah, da ist die 3. Kommen ja noch mehr. Oder wie? Was? Die haben Eleonore Grace beschworen. Ah ne. So, König Morgul. Okay, da steht nichts. Ah! Gehorche ich irgendwie? Gehorche ich gerade nicht mehr. Und die eine ist kaputt. Ich sterbe gleich. Ich werde voll gebombelt hier.
Was passiert? Sind wir gestorben? Was ist passiert? Ich hab grad nicht verstanden, warum mal gestorben ist. Ich hab doch Damage rausgehauen. Nur, wenn da oben so ein komisches Zeichen steht, dann... Ich bin halt verwirrt, weil ich... Zeichen wieder gemacht werden. Bei 1 verstehe ich ja noch 2 und so, aber wenn ich 2 einzeln gibt, dann ist es irgendwie Zeichen über noch. Da, dieses Zeichen mein. Etwas kriegen was an. Weil die 4 kommt für mich nicht nach der 2. Da kommt die 3. Und auch immer dann die 3. Ich weiß ja nicht, wen man zuerst angreifen soll, weil... Ja!
aber schneller als erwartet. Jetzt. Obwohl, naja, der Kampf. Na, interessant. War mal eine lustige Prima, eh? Hast du die Morgrigade ordentlich vermöbelt und den König auch? Ein Glück, Kupo. Tut mir ja leid für meine Freunde, Kupo, aber es ging nicht anders, stimmt's? Ich muss den Häuptling sprechen, Kupo. Er muss die Mockigard ordentlich ausschimpfen, damit sie sowas nie wieder machen. Nie wieder! Sag Pucknipack, dass der König besiegt ist. Er ist bei Ra-ja-o in Camp Seelenruhe. Und schöne Grüße von mir, Kupo. Ich komme auch bald. Stimmt wieder so, dass... Ah, irgendwas mit... Ich mach das mal eben schnell weg, es gehört nicht zur Hauptstory, deswegen... Brauche ich die Sequenz eigentlich gar nicht. Zurück. Bitte sag, dass du die Mogrigade zur Vernunft bringen konntest, ja? In Koplokot geht es. Kop geht es auch gut, so ein Glückkupo hier, das habe ich mal gefunden. Vielleicht kannst du es ja gebrauchen. Ich glaube, Rao möchte mit dir sprechen. Erleichterung, dass du den König Mogul Mog. Es ist eine große Erleichterung, dass du den König Mogul Mog besiegen konntest. Würdest du auch meiner Schwester davon berichten? Sie ist sicher am Wasserrosentisch. Die Druiden an Nofikas Altar, die dich hineinführen. Hineinführen wird, kennt ich ja inzwischen. Vielen Dank nochmal für deine Hilfe. Problem, Kupo. Nein, ich tat.
ganze Mission mal wieder weg. So dass ich nur die eine habe. Okay. Auch nach Gridania. Yep, ich gebe nur noch die Mission ab. Und dann war es das mit der Schwindigkeit. Es ist einfach zu warm. Ich sehe gerade nicht, wie viel Aufnahmezeit es gibt. Alter! Naja, stimmt. Ach stimmt, das ist ja noch eine Mission, die mache ich auf jeden Fall noch zu Ende. Die Mission hier. Ich sehe echt nicht, wer dran streamt teilweise. Die ist echt schade. Neuigkeiten über den Muggelkönig? Ich hoffe, es sind erfreuliche. Bitte geht doch weiter. Hier schneller als gedacht. So. Oh, was zum... Sag mir nur eins. Als erfahrene Kämpferin der Prima E, hattest du das Gefühl, gegen ein Wesen zu kämpfen, das den Göttern der Stämme ähnelt? Oder war es ein gewöhnlicher Gegner dieser Welt? Und... Dann ist es noch nicht ausgestanden. Volltreffer Papalimo. Die Messungen waren also korrekt. Es war eine Prima E. Oder eine Prima E ähnlicher Nicht-Prima E, genau. Stör mich nicht beim Denken, Ida. Du hast dir diese Frage sicher auch gestellt. Wie konnten die Mogis wissen, wie eine Beschwörung funktioniert? Freilich, Kristalle und das innige Gebet der Gläubigen. Doch das sind nur die Eckpfeiler der Zeremonie. Die energetische Struktur des Ablaufs ist weit komplexer. Ich habe da so einen Verdacht. Nun, dann lasst es mich aussprechen, was ich ihr alle denkt. Die Asians müssen hinter diesen obskuren Machenschaften stecken. Wieder ein Schritt, der die Welt dem Chaos näher bringen soll. Asians? Asians? Das muss es sein, Kupo. Die Mogigarde hat einmal mit einem maskierten Mann zu tun gehabt. Ja, Asians tragen noch Masken. Perplex und zugenäht, wenn der nicht in die Quelle ihres Wissens war. Und womöglich auch derjenige, der sie erst auf die unselige Idee gebracht hat. Solange das Dunkel nicht besiegt ist, das so viel Leid in diese Welt bringt, wird auch unser Kampf gegen die Prima E kein Ende finden.
Ich danke dir für deine aufrichtige Einschätzung, Elsa Scarlett. Die Bruderschaft wird auf der Hut bleiben müssen. Ja, und der Mund der Morgenröte natürlich auch. Wir werden alles tun, was wir können. Ja, das freut mich zu hören, aber was eure Anfrage nach Unterstützung betrifft, so sollt ihr mit allem versorgt werden, was euer Bund im Geisterzoll benötigt. Seid ohne Sorge. Oh, vielen Dank, älteste Saatseherin. Diese freudige Nachricht müssen wir sofort mit Philia übermitteln. Elsa Scarlett, möchtest du nicht das übernehmen? Sie brennt sich ja auch darauf, die Einzelheiten über die Prima-E-Beschwörung zu erfahren. Klar. Dann auf zum Infilia-Ort. Schneller als ich. Du bist genauso schnell wie ich. Also hinten bleiben. Hinten bleiben, Bartolomeo. Du willst mich abhängen? Voll das Wetter in mir. Gleich eiskalt wieder ins Wasser, wenn ich hier fertig bin, weil ich schwitze und das ist nicht gerade angenehm. Am besten tue ich von der Badewanne aus zocken. Das nächste Stream ist dann von der Badewanne aus. Ich habe ja eh keine Cam. Willkommen zurück. Ida und Papalimo haben mir schon Andeutungen gemacht, dass du wieder einmal geschafft hast. Auch wenn es beunruhigend ist, dass selbst die Mogris nun eine Art Prima-Beschwörung durchführen können. So war doch Mogulmog nicht unser gefürchtetester Gegner. Und Gridanias Unterstützung bei der Verteidigung des Hauptquartiers ist uns auch sicher. Aber dir ist sicher klar, dass diese erneute Militärschaft der Asians nichts Gutes verheißt. Wer weiß, wenn sie als nächstes Zuschwörungen anstiften. Ja, da gibt's einige. Sie bedienen sich der wilden Stämme, wie es ihnen gerade passt. Wir müssen ihnen das Handwerk legen, wenn wir das Prima-E-Problem je lösen wollen. Nur wie wir unsterbliche, ungreifbare Gegner besiegen können. So, Mission ist abgeschlossen. Dann hier mit dem Stream und so weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Bye, bye.